Herzlich willkommen bei meinem ersten Video hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr. Ich bin sogar ein bisschen nervös. Ich dachte, ich bin so ein alter Hase. Ich habe ja zwei Podcasts und habe schon des Öfteren meine Stimme geliehen einigen YouTube-Videos, wo ich auch angestellt bin, beziehungsweise für viele Kunden, die irgendwelche Videos von mir produzieren lassen. Aber es ist doch immer irgendwie was Eigenes, wenn man auf einmal selber hinter der Kamera steht und eigenen Content quasi liefert für seinen Kanal. Meine Güte, ich habe bis jetzt nur irgendwelche Fotos in unseren Gruppen gepostet. Jetzt geht es los. Ich mache einfach mal selber meine Boxen auf, habe ich gedacht. Und da ich einfach etwas kreativen Output nach all den Arbeitsstress und Alltag haben möchte, habe ich gedacht, mache ich mal einen YouTube-Kanal und halte einfach mal alles fest, was ich so mache. Und ja, was soll ich sagen? Ich zeige euch mal, was wir heute aufmachen. Und zwar zum einen Plates and Patches aus diesem Jahr von Panini und Limited 2019. Wow, die Schachtel ist etwas größer. Ich hebe es mal ganz kurz an. So sieht das gute Stück aus. Vorsichtig wieder ablegen. Jetzt sieht das komplette Zentrieren wahrscheinlich raus, aber ist egal. Ja, ich habe da auch eine Kleinigkeit vorbereitet. So ist wieder zentriert, schön. Ja, Generalprobe muss ja schief gehen. Und zwar habe ich euch mal meine Lieblingskarten mitgebracht. Also wir fangen an mit Plates and Patches. Und das ist aktuell meine Lieblingskarte von Plates and Patches. Deshaun Watson aus 10. Echt super tolle Karte. Mir gefällt eigentlich Plates and Patches nicht so gut. Was heißt, eigentlich habe ich irgendwie bei jeder Serie, was mir einfach gefällt, aber teilweise ist mir das Design etwas zu dunkel, aber hier passt es eigentlich ganz gut. Und es gibt eine schöne Wilson dieses Jahr bei Plates and Patches. Aber wir gucken einfach mal, was wir so haben. Ich habe dieses Jahr schon einen Break teilgenommen. Der liebe Marcel hat mir diese wunderschöne Steve Largent Karte gezogen. Die ist aus 50, On-Card Auto. Und da oben schön 100 Jahre NFL. Auch eine klasse Karte. Also die ist sehr schön, die Karte, muss ich sagen. Ja, und da habe ich es mir nicht nehmen lassen. Und gedacht, komm, machst du doch mal selber so eine Box auf. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht lang schnacken, Messer rein. Machen wir das gute Stück mal auf. So. Sonst gucke ich immer nur zu. Beziehungsweise reiß sie einfach auf wie ein Berserker, wenn die Kamera nicht läuft. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. So sieht das gute Stück ausgepackt aus. Da müsste uns jetzt eine kleine Packung erwarten. Das ist der Fall. So sieht das ganze Stück aus. Legen wir mal hier hinten hin. So. Plates and Patches. Ja, dann gucken wir doch mal, ne? Was wir da Schönes drin haben. Ist schon echt spannend, wenn man es mal selber aufmacht. Machen wir es mal so. Dann haben wir die Base Card. Tyreek Hill von den Chiefs auf 99. Legends auf 25. Chargers, Tomlinson, ja, schon öfters gesehen, viele von euch haben die gezogen, habe ich gesehen, aber auch ein schönes Design, schön in Sepia-Hintergrund, San Diego Chargers, schön ein bisschen Retro, der Moderne mit reingebracht. Schauen wir mal an, The Patch von den Broncos. 2 aus 50, Red Iron Gear, Terrell Davis. Ja, die Farben passen natürlich perfekt, ne? Und dann schauen wir mal, was das Auto für uns hat. Oh. William Perry. On Card. Ja, das ist Panini. Das ist, glaube ich, Super Bowl On Card. Ja, das ist natürlich klasse. Das ist jetzt nicht der Standard. Ich lege mal die Plate ab, nicht, dass ihr die seht. Das ist jetzt nicht das Standardauto von Plates and Patches, meine ich. Sondern
Ja, das ist jetzt diese, die sind verteilt auf den verschiedenen Boxen. Jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet, aber wie gesagt, ihr werdet es mir sicherlich nachsehen. Das sind diese Super Bowl Signatures. Und die sind verteilt in allen Serien. Das ist jetzt von den Bears. Ja, ihr merkt es mir an, ich bin super nervös. Muss jetzt mal schauen. So, die kommt hier direkt rein. Und in den Toploader. Ja, ich würde sagen, das hat sich doch schon mal gelohnt. Schauen wir uns noch die Plate schnell an. Das ist die von Rated Rookie. Darius Slayton, auch nicht schlecht. Die Sion Plate, One of One natürlich. Ja, nicht schlecht von den Giants. Ich würde sagen, hätte schlechter sein können, oder? Was sagt ihr dazu? Ich weiß, ich höre euch nicht. Live wäre jetzt natürlich viel einfacher. So, ach Gott, siehst du, ich bin total neben der Spur noch. Hab total vergessen, die anderen Karten zu sleeven. Machen wir hier natürlich auch noch schnell. Siehst du, falsch gesleeved. Na, machen wir gleich. Komm. Aber Three Color Patch und oben One Color. Ich bin, also wirklich, das Design gefällt mir wirklich sehr gut diesmal aus diesem Jahr. Ich meine, hier sieht es jetzt natürlich besonders gut aus, weil das harmoniert halt super auch, ne? Mit dem Blau und Orange. Das ist natürlich Broncos-Style, ist klar. Aber die gefällt mir sehr gut. Das lief ich gleich alles. Ich weiß, ihr verteufelt mich jetzt, genauso wie die beiden Karten. Mache ich alles gleich im Anschluss. Sind alle gesichert, diese Matte hier ist ganz weich. Da wird überhaupt nichts passieren. Nicht gut vorbereitet, aber gut. Das kriegen wir schon alles hin. So, das war quasi der erste Teil des Videos. Ich bin jetzt nervös, weil Limited ist mit einer meiner Lieblingsserien. Und ja, was soll ich sagen? Da kommen wir jetzt gleich direkt zu. Ich lege die mal zur Seite. So. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ich hole nämlich mal eben größere Sleeves, weil das kann ich so nicht im ersten Video direkt stehen lassen. So, und da bin ich auch wieder. Also ist alles jetzt gesleeved. Ich hatte einfach die für die 35 PT, die Sleeves, die waren natürlich zu klein. Hier ist jetzt alles gesleeved. Nochmal das Auto und die Plate. Die kommen jetzt zur Seite. Und jetzt geht's nämlich los zu Limited. Ja, gerade schon gesagt, ziemlich spannende Geschichte. Bin ich auch mal sehr gespannt, was mich da jetzt erwartet. Wahnsinn. Drei Paketchen werden uns da jetzt erwarten. Eins, zwei, drei. Gucken wir mal, ob irgendwas dicker ist. Oben könnte dicker sein, ne? Es gibt nämlich die Booklets. Das ist, glaube ich, der Case-Sit. Legen wir die mal zur Seite. Hier. Und fangen wir mit dem hier an. Also, sieht sehr edel aus. Ist jetzt, würde ich sagen, kein High-End, aber schon gehobene Mittelklasse. Ich finde die Karten halt, ich bin halt minimalistisch und das gefällt mir halt sehr gut. Wie man hier sieht, Fokus ist auf dem Spieler. Highlights sieht man die Goldfolie in dem Logo. Und beim Logo, Teamlogo, Devonta Adams haben wir hier von den Green Bay Packers. So sieht es von hinten aus. Wer neu in den Segment Trading Cards ist. Hinten sind die Stats meistens mit einer kleinen Biografie, ein Zweizeiler, wer es ist, welche Position er bekleidet und wie seine Stats in den vergangenen Jahren war. So, haben wir hier einmal den jungen Herrn. Die sehe ich jetzt nicht direkt. Das sind jetzt die Basekarten, die nicht sehr anfällig sind auf dem ersten Blick. Ja, hier haben wir Tom Brady. Mal sehen, wo die Reise für ihn hingeht. Die Rumors sagen ja schon, dass er nicht ein Jahr noch weitermacht bei den Patriots. Die Hardcore-Fans wollen natürlich, dass er bleibt.
Ich habe mal keine Meinung dazu, da ich zu sehr in Kontakt stehe mit den Patriots-Fans aus unserer Gruppe. Hier ist eine umgedrehte Karte, die lege ich dann mal nach hinten. Hier haben wir Adrian Peterson. Zudem habe ich auch eine eigene Meinung, die möchte ich jetzt hier nicht näher erläutern. Ist ein guter Spieler, aber ja, menschlich Katastrophe. Von den Redskins, von denen ich übrigens nächstes Jahr sehr viel erwarte. Nicht umsonst jage ich Haskins und die Redskins. Und hier letztes Jahr das Wunderkind, dieses Jahr das Brunnenkind, Baker Mayfield. Ihr merkt, ich komme langsam rein in den ganzen Stuff hier. Ja, keine Ahnung. Schwierig, ne? Keine Ahnung. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ha, wie man so schön sagt, aktiviert auch die Glocke. Nein, braucht ihr nicht. Guckt einfach meine Videos. Ich hoffe, dass ich euch etwas Freude damit bereite. Gibt halt ziemlich wenig deutschsprachig. Gibt ein paar aus unserer Gruppe, die sind auch verlinkt in meinem Profil bei YouTube. Könnt ihr auch mal folgen. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Broncos wieder. Scheint ein Broncos-Tag zu sein heute. Courtland Sutton, alles klar. Kein On-Card, aber auf 25, sehr cool. Limited Ink, Sticker-Auto. Viele sind nicht Freunde davon. Mir muss es auf der Karte gefallen. Hier ist schön zentriert drauf, Auto ist gut drauf. Kann ich auf jeden Fall gut mit leben. Und jetzt kommen direkt die Thick Sleeves zum Einsatz. Wir sind jetzt auf der linken Seite. Nächstes Video wird besser, Freunde. Aber ne, einige von euch kennen mich ja. Das wird schon, ne? Courtland Sutton von den Broncos. Rein in den Sleeve. Da habe ich am meisten drauf gefreut, immer wenn ich Breaks gucke oder so, das Klopfen. Ja, das ist unsere erste Autogrammkarte, würde jetzt der gute alte Almann sagen. Limited Ding auf 25,7. Kein Jersey Number, hat er 14. Aber ja, ich mag die Broncos. Also ich bin damit jetzt erstmal zufrieden. Kann natürlich noch gerne mehr kommen. Schauen wir mal, was uns das nächste Pack ereilt. Auch schöne Verpackung. Ich bin großer Verpackungsfan. Da komme ich aber im nächsten Video drauf, gehe ich nochmal drauf ein, denn im nächsten Video kommen vier Panini One Boxen. Da bin ich schon ziemlich scharf drauf. So, schauen wir mal. Will Greer. Nee, Kyle Allen. Will Greer. Kyle Allen. Ich habe jetzt nur den Panther gesehen und die Quarterback-Haltung. Ja, ich bin sehr gespannt. Die Panthers werden ja auf jeden Fall mit Cam Newton in die nächste Saison gehen. Spannend, immer wieder spannend. Dicke Karte ist dazwischen. Ja, Panthers, Kyle Allen. Todd Gurley auf 99. Kurz gucken. Jason Kelce. Ich wollte jetzt eigentlich die Todd Gurley sleeven, aber da unten drunter ist schon die nächste Karte. Jason Kelce von den Eagles. Ja, machen wir mal schön Actionfoto. Schmutzige Hose. Ja, Wahnsinn, oder? Da steckt Arbeit drin. So, Todd Gurley wird dann gleich gesleeved. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Game Day Swatches. Alright. Christian McCaffrey. Gut, den gucken wir uns gleich an. Ach so, ja, das ist. Ich war jetzt leicht irritiert, weil die sehr gehaftet hat hier. Hier ist noch die Basecard von Christian McCaffrey. Auch von den Carolina Panthers. Auch unfassbarer Running Back. Einfach Wahnsinn. Was dieser Kerl in der letzten Saison abgegrast hat. Absoluter Wahnsinn. Den Running Back möchte gerne jeder in seinem Team haben, würde ich sagen. Und Game Day Swatches, die ist aber nicht Game Worn, Game Used. Doch, ja. Nehmen wir auch gerne mit, oder? Ist sie limitiert? Ja, auf 49. 18 von 49. Die lieben wir jetzt aber. One Color Patch. Aber passt gut optisch. Besser als diese weißen Patches immer. Packe ich mal hier rein. Vorsichtig mit den Ecken. Das hat gut geklappt. Ich glaube, das ist.
zu klein. Pack's mal eben in den großen. Wird nachher alles sortiert. Ja, Game Used, Game Days Watches. Sehr selten heutzutage, dass man mal Game Used bekommt. Da unten könnt ihr es nochmal sehen. Game Used Material. Von dem guten DeSean Jackson. Von den Eagles. So, ein Pack haben wir hier noch. Entweder ist da eine Filler-Card drin oder was Schönes. Schauen wir mal. Machen es spannend. Okay. Sieht nach keinem Booklet aus. Lamar Jackson. Der beste Running Back mit den besten Quarterback-Eigenschaften oder umgekehrt. Kann man mal machen, ne? Ja, schöne Base. Also mir gefallen die Base wirklich sehr gut. Farblichen Akzente vom Team, Fokus auf den Spieler, wunderbar. AJ Green, auch immer ein Gassenhauer. Oder auch nicht. Und dann nehmen wir die mal hoch. Und legen diese weg. Landon Collins von den Redskins. No. Kann man auch gut abheften. Und James Winston, der jetzt keine Geister mehr sehen sollte nach seiner Augenoperation, der sollte jetzt hoffentlich in der nächsten Saison mehr Pässe completen als Interception werfen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Hit. Deebo Samuel. Ich würde sagen, geht schlechter, ne? Geht schlechter, Freunde. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Auf 149. Aber schöner. Schön Two-Color-Patch. Ich würde sagen, geht schlechter. Ich meine, als Seahawks-Fan ist jetzt 49ers, aber man sagt ja so schön, Football is Family. Deebo Samuel, Rookie, Auto, RPA, Deebo Samuel von den 49ers. Da werden sich die ein oder anderen sicher freuen in den Gruppen. Die sleeve ich dann auch mal direkt. Und ja, dann machen wir gleich mal kurz schnell ein Recap. Finde ich auch immer geil bei YouTube, ein Recap machen. Dabei können die Leute ja auch einfach zurückspulen. Aber wir machen ja hier Qualitätscontent. So, dann fangen wir nochmal an mit Plates and Patches. Das ist die Plate von den Giants. Darius Slayton, One of One Plate. Dann, ja, diese Super Bowl Autographs. Da habe ich mich, oder freue ich mich sehr drüber. Ist doch wirklich mal was anderes. William Perry von den Bears. Ja, kann man sich drüber freuen, würde ich sagen. Hier noch die Basekarte. Tyreek Hill auf 99. Dann Tomlinson auf 25. Und dieser schöne Patch von den Broncos. Gefällt mir außerordentlich gut. Ich mag die Farben. Hab mir, glaube ich, das falsche Team ausgesucht. 2 auf 50. Und dann die Basekarten zeige ich euch jetzt nicht. Dann hatten wir hier einmal das Game Used von Jackson, DeSean Jackson von den Eagles. Game Day Swatches. Sticker Auto von Cortland Sutton von den Broncos. So, schön. Schöne Serie. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, der beste Hit würde ich jetzt mal sagen. Deebo Samuel von den 49ers auf 199. Ja. Das war quasi mein erstes Video. Guck mal, wir machen das hier hochprofessionell. Die kann weg. Hochprofessionell mit Spiegelung. Limited und Super Bowl. Vielen Dank für euren ersten Klick auf diesem Kanal. So langsam lässt die Nervosität nach. Schade eigentlich, denn das Video ist jetzt vorbei. Aber es lohnt sich, morgen reinzuschauen, denn dann geht es schon weiter mit den 4-1-Boxen. Und vorher werde ich noch drei Black-Friday-Pakete aufmachen. Ja, ich
würde mich freuen, wenn ihr... Nö, abonniert mich nicht. Braucht auch keine Glocke quasi zu aktivieren. Guckt einfach, wann die nächsten Videos kommen. Macht euch überhaupt keinen Stress. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und sage, ja, go Hawks. Obwohl wir keine Hawks hatten. Aber, ah doch, hier. Go Hawks.